Die Basispartei zerstört leider selbst alle ihre Erfolgschancen, indem sie nicht mehr als die AfD bietet. Denn die AfD wird sicher über 5% kommen und will die Corona-Maßnahmen genauso beenden wie die Basispartei und wie natürlich vernünftig ist. Aber die Basispartei zu wählen, lohnt sich ja nur, wenn die Basispartei besser ist als die AfD. Und ich werde jetzt mal schildern, wo die Zentralirrtümer der AfD sind und warum die AfD ein total schädliche Wirtschaftskonzeptvorstellung hat und die Basis leider aber auch. Ja? Und warum soll jemand eine Partei, bei der er das Risiko eingeht, dass nicht nur die Stimme im Mülleimer des Scheiterns an der 5%-Klausel verschwindet, sondern damit der Stimme an die Basispartei auch noch die Altparteien gestärkt werden, weil sie dann relativ mehr Prozent bekommen. Für jede Stimme, die quasi in den Mülleimer landet, erhöht sich ja sozusagen der Prozentsatz der Altparteien um eine Stimme eben wieder. Ja? Und deswegen werden natürlich viele Leute aus Vernunft sagen, ja gut, wenn die Basispartei nicht mehr bietet als die AfD, warum soll ich dann die Stimme in den Mülleimer werfen, dann kann ich sie doch auch gleich der AfD geben. Ja? Und das ist auch eben eine berechtigte Sichtweise, denn ich werde es kurz erläutern, als erstes hier unten rechts an dem rundlichen Ding auf immer bei jeder Sendung immer schneller drehen, schneller hören macht Spaß. Also, und jetzt zeige ich Ihnen mal, worum es also geht in der Welt. Also, das ist das neue Schaubild, übrigens auch hier drin. Wo ist es? Partei des Gemeinwohls. Die verschiedenen Gesellschaft- und Wirtschaftsmodelle. Und die AfD, also kurz gesagt, Pseudokommunismus DDR, hat noch nie funktioniert, deswegen heißt es bei uns auch Pseudokommunismus, weil das nirgendwo in der Natur und Welt jemals funktioniert hat und also gar nicht dem echten natürlichen Kommunismus entspricht. Das ist nur dieser Leistungs- und Wettbewerbskommunismus oder Leistungswettbewerbskommunismus, der also nicht unendlich weit entfernt ist von der neoliberalen, marktradikalen, bösartigen, patriarchalen, kapitalistischen, sozialen Marktwirtschaft. Nur das Schlimme ist, dass die AfD voll auf dieses Monstrum hier setzt. Und die Basis Sympathien zur sozialen Dreigliederung hat, die aber Teile der Gesellschaft pseudokommunistisch gestalten möchte, nämlich staatliches Gesundheitswesen und so weiter, also letztendlich Anreize und Motivation und Leistung und Leistungsmessung ganz rausnehmen möchte aus manchen Bereichen der Gesellschaft, in anderen aber diesen neoliberalen, bösartigen, patriarchalen, sozialen, marktwirtschaftlichen Horror sozusagen weiterlaufen lassen möchte. Und warum soll ich sie dann wählen, wenn doch die Lösung nur in diesem Bereich liegt? Gemeinwohlökonomie, GWÖ, Christian Felber, die hat auch noch viel zu viel Sympathien hier für die pseudokommunistischen Gedankenwelten. Dann hier Gemeinwohlgesellschaft, GWG, Gemeinwohlwirtschaft, GWW, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, das ist so unsere Empfehlung, ja, sozusagen. Und diskutieren kann man aber auch gerne mit dem Thema Leistungs- und Wettbewerbskommunismus. Warum kann man damit diskutieren? Weil es ja eben wirklich so ist, dass der Mensch wahrscheinlich von Natur aus genetisch ein Kommunentier ist, also ein kommunistisches Tier. Und dass deswegen hier solche Dinge, habe ich ja letztens schon erzählt, dass wir also die
im Sinne der doppelten Doppelschienigkeit auch eben die Doppelschienigkeit fahren. Man könnte ja auch versuchen, direkt das kommunistische Leben, das Kommunenleben aufzubauen, das Glückliche und da so eine Abstimmung mit den Füßen zu erreichen. Ja, wenn irgendwann alle Menschen in Kommunen leben, dann ist die Transformation des Gesamtstaates nur noch ein Kinderspiel. Ja? Und die zweite Strategie ist eben der Parteienweg. Ja? Letztendlich der Parteienweg. So, das mache ich jetzt mal hier weg, denn dann haben wir vielleicht auch weniger Störung bei den Bildern. Ja, und was ist also jetzt hier das Problem mit der AfD und der Basis? Ja, warum, wenn ich sozusagen alles das, was wirklich unser Leben besser macht und das Symptom Schweinegrippe, Vogelgrippe, Corona, also diese Symptome eines falschen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems, richtig beenden kann das nur, wenn die Ursache, wenn das Übel an der Wurzel ausgerissen wird. Und das Übel ist das hier. Und wenn ich das nicht ausreiße und durch das hier ersetze und das zweite Übel in der Welt ist das hier. Pseudokommunismus, DDR und so weiter. Noch nie funktionierend habende Pseudo-Vorstellungen eines Pseudokommunismus, der noch nie, die nirgendwo in der Welt jemals funktioniert, bei den Tieren nicht, bei den Menschen nicht, der nur eine falsche Vorstellung ist, nur ein Irrtum ist. Ja? Und die Basis hat also nur Bezüge bis jetzt geäußert, von da zu da, also damit die beiden teuflischen Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme. Und da die AfD sich ziemlich bekennt zu diesem teuflischen Wirtschaftssystem und Gesellschaftssystem, ja, warum soll man dann die Basis wählen? Nur weil sie auch noch ein paar pseudokommunistische Elemente beinhaltet? Das reicht doch nicht als Argument, um seine Stimme in den Mülleimer potenziell zu werfen. Ja, und deswegen, und jetzt, was ist der entscheidende Punkt? Warum sind die denn so schlecht? Die pseudokommunistische Sache und die neoliberale soziale Marktwirtschaft. Warum sind die so schlecht? Weil die mein Leben unglücklich machen. Von der Geburt an hat die soziale Marktwirtschaft alles getan, um mein Leben so unglücklich wie möglich zu machen, damit ich kaufe, damit ich konsumsüchtig, kaufsüchtig, shoppingsüchtig und so weiter werde. Sie hat sich bemüht, dass ich möglichst viel Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten, was auch immer konsumiere. Bei mir ist sie damit abgeprallt in vielerlei Hinsicht, aber immerhin, ist bei mir eine einzige Sucht übrig geblieben, die aber auch schon lebensgefährlich ist, nämlich die Esssucht. Denn bei mir ist es so, dass ich, wenn ich von meinem super schlanken Naturzustand auch nur um 4, 5 Kilo abweiche, dass ich dann lebensgefährliche Herzrhythmusstörungen bekomme, auch weil ich mir in der Jugend, im Hochleistungssport einen leichten Herzschaden zugezogen habe, der das Vorhofflimmern, also die Herzrhythmusstörung begünstigt. Und bei mir reicht dann jedes Gramm Bauchfett erhöht die Risiken dieser lebensgefährlichen Herzrhythmusstörungen. Ja? Also das heißt, dieser neoliberale, bösartige, patriarchale, kapitalistische, marktradikale, diese soziale Marktwirtschaft ist ein Angriff auf mein Leben und das ist der Angriff auf das Leben von uns allen. Ich habe letztens die Sendung darüber gemacht, wie Professoren in Studien jetzt gerade wieder aufgezeigt haben, dass unser marktwirtschaftliches, sozialmarktwirtschaftliches Gesundheitswesen uns kränker macht, unsere Gesundheit zerstört, alles zerstört unsere Gesundheit, ja? Zu viel Zucker, zu viel Salz, überall
giftige, wenn ich heute in den Supermarkt gehe, bin ich umgeben von lebenszerstörenden, krankmachenden Giftcocktails. Sondermüll, ja? Und das ist Marktwirtschaft, das ist soziale Marktwirtschaft, ja? Und die Glückszerstörung ist das Wesentliche. Das zeige ich jetzt noch mal kurz. Also, es ist ja nicht nur so, dass die Evolution in der sozialen Marktwirtschaft der letzten 400.000 bis mindestens 140.000 Jahre, also diese kapitalistische, bösartige soziale Marktwirtschaft ist also höchstens 400.000 Jahre alt wahrscheinlich und allermindestens 140.000 Jahre alt. Und das ist unendlich, das ist sehr viel Zeit, damit die Evolution genauso verläuft. Ja? Hier haben wir Früharzt und Frühhändler, der noch die Wahrheit sagt und Wahrheit denkt. Hier haben wir Früharzt und Frühhändler, der sich irrt. Zum Beispiel sich irrt, dass Zucker doch ein ganz gesundes Lebensmittel sei. Ja? Und dann tut er überall Zucker rein und was passiert? Er kann viel billiger verkaufen, die Leute werden süchtig nach seinen gezuckerten Produkten und merken nicht sofort, dass sie damit vergiftet werden und krank werden und geschädigt werden. Er fährt die größten Profite ein, kann hier ein leibliches Kind, einen geistigen Schüler gewinnen, kann dann hier drei Enkel ernähren, vier Urenkel ernähren und so weiter, weil er total erfolgreich ist, wegen seines vorteilbringenden Irrtums, dass Zucker harmlos sei. Also, die soziale Markt, und das führt zu einer Evolution, das heißt also, dass alle erfolgreichen Händler irgendwann uns alle nur noch vergiften, weil das einfach mehr Profit bringt, ja? Oder denken Sie nur dran, wie wir alle vergiftet werden durch Giftstoffe, die in die Luft rausgeblasen werden und die uns alle krank machen und so weiter. Also Wasser ist giftig, Luft ist giftig mittlerweile. Also das ist soziale Marktwirtschaft, ja? Und jetzt kommt aber das Entscheidende. Das Entscheidende ist die Suchterzeugung durch Glückszerstörung. Das ist der Wesenskern aller Marktwirtschaft, aller sozialen Marktwirtschaft, ja? Im Gegensatz zur gemeinwohlorientierten, zur Gemeinwohlwirtschaft und Gemeinwohlgesellschaft. Der Wesenskern ist, dass also hier die Frühärzte und Frühhändler irgendwann taucht da ein Irrtum auf. Irrtümer auf, die unsere naturgegebenen Lustquellen weggeredet haben, die uns das Singen, das Musizieren seltener gemacht haben. Ja? Die Menschen in der Natur, die haben wahrscheinlich jeden Abend gesungen, musiziert, getanzt mit einfachen Musikinstrumenten, ihre Popmusik, ihre Disco gemacht sozusagen, getanzt, gesungen, geflirtet, geliebt und so weiter. Und all das wurde immer seltener gemacht bei uns. Ja, das heißt also, besonders der Körperkontakt, also die Liebe und Sexualität. Es gibt nur ein Tier auf der Erde, wo die Tiere aufgrund von wegredenden, vorteilbringenden Irrtümern, wegredenden Manipulationen das Liebesleben flüchten und davor weglaufen. Ne? Es gibt kein anderes Tier auf der Erde, weil kein anderes Tier hier diese Frühhändler hat und die Frühärzte hat, die also zum Beispiel Sexualität tabuisieren, verteufeln, die Frauen als Hexen verbrannt haben wegen ihrer Sexualität und ihrer sexuellen Attraktivität und so weiter. Also, das heißt also, alles, was Menschen von Natur aus glücklich macht, ohne dass sie was kaufen müssen, wurde uns wegmanipuliert und weggeredet und diese Irrtümer waren vorteilbringende Irrtümer, weil wir dann eben unglücklich wurden und kaufen mussten und unser einziges Glück nur noch im Kaufen lag. Und dann diese Frühhändler erfolgreich wurden, während die wahrheitsorientierten Frühhändler, die also sagten, lebt nur weiter eure ganzen natürlichen Glücksquellen und so weiter, die gingen pleite, weil die sie kaputt konkurriert haben oder ja, von daher also die Glückszerstörung, also
sozusagen, ich hasse die neoliberale, marktradikale, bösartige, patriarchale, kapitalistische, soziale Marktwirtschaft, weil sie nachweislich meine Gesundheit total riskiert und beschädigt und so weiter und die aller anderen Menschen in der Welt auch. Und weil sie unser aller Lebensglück zerstört hat, unser Wohlfühlen zerstört hat. Und die Pseudokommunismen hasse ich, weil sie auch auf andere Fehlanreize gesetzt haben. Hier ist der Fehlanreiz, mich krank und unglücklich zu machen, letztendlich, weil das letztendlich in der Summe alles mehr Profit bringt. Ja? Und hier ist es so, dass hier neue Fehlanreize gesetzt werden. Hier ist es nämlich so, dass ich meine Gesundheit und mein Wohlfühlen gefährdet wird durch die Gammelei. Nämlich hier bin ich sowohl den Ärzten gleichgültig als auch den Nahrungsherstellern. Alles ist denen egal, weil niemand kriegt dort für eine gute Leistung, für etwas, was mir gut tut, auch nur die geringste Belohnung. Und deswegen verlagern diese Leute ihre Motivation und ihre Motiviertheit, ihre Leistungsmotivation und ihren Antrieb in die Freizeit. Und in der Arbeitswelt gammeln sie. Und dadurch werde ich von gammelnden Leuten versorgt, schlecht versorgt. Und hier werde ich von Leuten, die auf meine Kosten Profite machen. Ich gehe nochmal hier hin. Wie heißt es hier? Profite auf Kosten der Menschheit werden nicht mehr geduldet. Also Gemeinwohl, Wirtschaft, ja, sozusagen. Ja, letztendlich, also, nur hier in diesem Bereich tun die anderen Menschen alles dafür, dass mein Wohlfühlen, meine Gesundheit und meine Langlebigkeit und mein Wohlstand besser werden. Und hier beschädigen sie es und hier beschädigen sie es. Und deswegen hasse ich diese beiden Systeme. Und leider distanziert sich die Basis nicht von diesen beiden Systemen und die AfD distanziert sich nicht hiervon. Und damit sind es schädliche Parteien, genauso wie die anderen Parteien auch. Und das ist traurig und tragisch, denn aus der Basis hätte man ja was machen können. Ja. Aber es ist halt so traurig, dass eben leider sich immer ganz schnell an die Spitze solcher Parteien Leute drängen, die eben über keinerlei Kompetenz in diesem Bereich verfügen und deswegen dann auch die Parteien kaputt machen. Na, leider ist es dann so, ja. Denn es nützt ja nichts, viele Professoren in einer Partei zu haben. Es müssen ja auch Parteien sein, die hier kompetent hier darüber nachdenken können. Und da ist offensichtlich nicht einer bei der Basis, ne? Ja, und wie löst man das Problem? Ja, das Problem ist ganz einfach. Hier, diese Beute, die vorteilbringenden Irrtümer kriegen hier Beute in der sozialen Marktwirtschaft und breiten sich aus und verseuchen uns alle als Killerviren des Geistes, als parasitäre Meme, als vorteilbringende Irrtümer. Wir müssen einfach da hier bei den wahrheitsorientierten Gedanken müssen wir die Belohnung setzen. Wir müssen also die wahrheitsorientierten Händler und Ärzte und so weiter hier hinsetzen und die hier dahin setzen. Und dann wird nur die Wahrheit überleben und damit die Förderung meiner Gesundheit und meines Lebensglückes, meines Wohlfühlens. Und das können nur zwei Instanzen auf der Welt. Nur hier unser World Council of Wise People. Ja, hier können Sie alles sehen. Zum Beispiel hier sich anschauen, Weltrat der Weisen. Können hier die Einführung und Stellungnahmen, da können Sie alles lesen. Englisch können Sie es lesen. Vieles lesen.
Kontakt und haben Sie hier YouTube-Links, wo Sie den Einstieg in unsere Fernsehwelt bekommen und so weiter. Also es ist alles da. Und die zweite Sache ist die Partei, die wir fördern und unterstützen. Wo ist sie? Da ist sie doch. Nee, da ist sie. Ja, wie gesagt, hier die kompetente Partei des Gemeinwohls. Das ist unsere einzige Chance. Und es ist traurig, dass die Basis alles verkehrt macht. Schade, schade drum, dass sie leider beratungsresistent ist. Dass da leider lauter Leute Mitglied geworden sind in der Basis und die Basis unterwandert wurde von lauter völlig inkompetenten Leuten, was eine bessere Zukunft für Deutschland anbelangt. Und ich sage es jetzt nochmal, die Basis sagt also bei Schweinegrippe, Vogelgrippe, Corona das gleiche wie die AfD, dann warum soll man dann die Basis wählen? Und beim Wirtschaftssystem ist sie letztendlich vielleicht einen Mikrometer besser, weil das, was die Basis hier vorhat, zum Beispiel beim Gesundheitswesen, vielleicht ein Tick weniger schädlich ist als das, was die AfD mit dem Gesundheitswesen vorhat. Aber dieser Unterschied ist mikromal und dafür müssen ja jetzt die Wähler das Risiko eingeben, nur damit sie etwas weniger Schädigung als bei der AfD kriegen, müssen sie quasi das Risiko eingeben, dass ihre Stimme im Müll landet und dann in Wirklichkeit CDU, SPD, Grüne und Linke gestärkt werden. Ja, und ich fürchte, das werden wenige Leute machen. Also ich halte es sogar für möglich, ich habe ja immer prognostiziert, dass die Basis auf 2-3% kommen dürfte. Ich halte es aber auch für möglich, dass sie auf 0,2% kommt, weil eben die Leute sich überlegen, soll ich wirklich meine Stimme, jetzt wird's ernst, soll ich wirklich meine Stimme wegwerfen, ne, an eine Partei, die auch alles verkehrt macht? Und die auch die gleichen Fehler macht wie die AfD, wie die CDU, wie die FDP, wie die SPD, wie die Grünen. Warum soll ich dann meine Stimme möglicherweise in den Mülleimer werfen? Ne? Ich werde trotzdem die AfD, die Basis wählen. Ich werde trotzdem die Basis wählen, weil mir nichts anderes übrig bleibt. Weil, wie gesagt, sozusagen immerhin, ist die Basis ein Tick weniger schädlich als die AfD. Das heißt also nochmal, die AfD ist so inkompetent, dass sie hier überhaupt kein Problem sieht, in dem, was mein Leben krank und unglücklich gemacht hat und zerstört. Immerhin sieht da die Basis ein bisschen ein Problem, manchmal jedenfalls. Nur, dass sie dann zu dem anderen hier, das ist ein Fehlanreizsystem, wie hieß es bei meinem Auftritt beim Corona-Ausschuss, Fehlanreize im System, na? Termin 12, zweite Hälfte. Und die Basis sieht halt nicht, dass sie von einem Fehlanreizsystem in das andere Fehlanreizsystem umkippt, anstatt in die fehlanreizfreien Systeme zu wechseln. Na? Ja, also hier wird der Arzt, der Heilpraktiker geöffnet für alle, aber belohnt für bewiesene Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderungswirkung. Hier wird er gar nicht belohnt und fängt Scammeln an. Und hier wird er belohnt dafür, wenn er mich krank macht. Also ich sag's nochmal ganz hart. Hier wird jeder im Gesundheitswesen belohnt dafür, wenn er mich krank macht. Und nichts gegen die krankmachende Wirkung der Nahrungsindustrie und so weiter auf mich und die glückszerstörende Wirkung nicht gebremst wird. Also und hier wird er durch Fehlanreize der Mensch motiviert, mir gegenüber gleichgültig zu werden und von daher mir zu schaden. Gut, jetzt kann man sagen, die Basis ist einen Millimeter weniger schlecht als die AfD.
Also wähle ich auch die Basis. Ja, aber das ist, ich nehme dabei in Kauf, dass meine Stimme im Mülleimer landet, denn ich halte, wie gesagt, alles möglich zwischen 0,2% für die Basis und 3% für die Basis. Ich halte es aber leider für unmöglich, 5% zu erreichen. Weil warum sollen Menschen etwas wählen, wenn wenn sogar die ÖDP hier, die ÖDP diskutiert über diese Dinge hier, über die Gemeinwohlökonomie nach von Christian Felber. Die Linken diskutieren drüber, die Grünen diskutieren drüber und so weiter. Aber die Basis nicht. Ja, das ist schon schwache Leistung sozusagen. Ja, ja also, das war's. Dann nochmal zurück auf unser Bildchen hier. Ja, leider zerstört die Basispartei zerstört leider selbst ihre Erfolgschancen, indem sie nicht mehr als die AfD bietet. Jedenfalls nur Millimeter mehr und in der Summe aber nicht mehr, weil man ja das Risiko eingeht. Nur, sie ist zwar, die Basis ist ein Millimeter weniger zerstörerisch für mein Leben als die AfD, aber sie hat den Nachteil, dass ich dann natürlich meine Stimme wahrscheinlich voraussichtlich in den Mülleimer werfen werde, ne? Indem ich die Basis wähle. Ja, ich werde es halt trotzdem machen, aber natürlich sozusagen so nach dem Motto, es ist alles, was zurzeit angeboten wird, ist Mist und es gibt dann für die Zukunft, heißt es, alles auf diese Karte setzen, die Partei des Gemeinwohls. Hier sind ja nur einige Parteipunkte angedeutet, die hat natürlich noch da viel mehr, aber da ist schon mal einige wichtige Grundreformen angedeutet. Ja, das war's dann jetzt für jetzt. Tschüssi, bis bald.